Wir wollen ein gerechtes Europa. Gerecht für uns ist, wenn alle jungen Menschen Arbeit finden. Hohe Jugendarbeitslosigkeit ist derzeit das dringendste Problem. Junge Menschen wollen sich verwirklichen, wollen sich ein Leben, eine Familie, eine Existenz aufbauen. Befristete oder prekäre Verhältnisse sind dafür Gift. Sie gilt es zu überwinden. Ein gerechtes Europa hält Klimaziele ein. Gerecht heißt eben nicht, auf Kosten kommender Generationen zu leben oder auf Kosten der Schöpfung. Ein gerechtes Europa ist kein Europa des Konsums, sondern ein Europa, das die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir stehen für ein gerechtes Europa. Wir wollen ein offenes Europa. Europa ist für uns grenzenlos und ein Ort, an dem jede und jeder willkommen ist. Jeder Mensch, jede Kultur ist eine Bereicherung für uns. Die Menschenwürde, unsere höchste Maxime und unveräußerlich. Wir setzen uns daher ein für eine faire und menschenwürdige Migrations- und Asylpolitik, die Chancen erkennt und nutzt. Wir schätzen die Freizügigkeit als sehr hohes Gut, das uns Mobilität ermöglicht und uns über unsere nationalen Grenzen hinaus denken lässt. Eine erfolgreiche europäische Integration ist unser Ziel. Wir stehen für ein Europa in Einheit und Vielfalt. Wir wollen ein demokratisches Europa. Die EU ist für uns Garant für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Doch noch nie stand in diesen Fragen so viel auf dem Spiel wie aktuell. Nationalstaatliche Interessen stehen wieder immer mehr im Vordergrund. Demokratiefeindliche Einstellungen in Europa drohen normalisiert zu werden. Deshalb setzen wir uns ein für die Stärkung des Europäischen Parlaments, damit die Stimme aller Wählerinnen und Wähler auch in der europäischen Politik wirkliche Umsetzung findet. Und vor allem bedeutet es für uns, dass wir als Jugendverbände aufstehen gegen Hetze und Hass und wählen gehen für Menschenrechte und Demokratie. Wir stehen für ein demokratisches Europa. Und wir wollen ein junges Europa. Unser Europa hat Raum und Perspektive für junge Menschen. Durch Austausch überwinden wir Grenzen. Wir bauen schon heute das Europa für morgen. Die Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen müssen geachtet werden. Erasmus Plus oder die EU-Jugendgarantie sind wichtige Instrumente, die gestärkt werden müssen. Darüber hinaus müssen zivilgesellschaftliche Akteure wie Jugendverbände gestärkt werden, da sie junge Menschen Raum zur Entwicklung und zur Gestaltung bieten. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind selbst als Expertinnen ihrer Lebenswelt auf Augenhöhe an der Willensbildung, zum Beispiel durch Wahlalterabsenkung, zu beteiligen. Wir stehen für ein junges Europa und gestalten mit. Deine Stimme für Europa!